Also, heute wollte ich euch beibringen, wie man Motorrad fährt. Der Hintergrund ist der: Ich habe selber letztes Jahr den Führerschein gemacht und habe davor schon ein bisschen wissen wollen, wie es funktioniert überhaupt. Ich habe gar keine Ahnung gehabt. Da habe ich so ein Video gesehen auf Englisch bei YouTube, das dann ziemlich gut erklärt hat, wie die ganze Sache funktioniert. Und da habe ich gedacht, mache ich das mal in Deutsch. Auf Deutsch, so. Also. Als allererstes, das Wichtigste ist natürlich die Schutzkleidung und so weiter. Aber jetzt geht es hauptsächlich um die Technik, also wie alles funktioniert, also die Basics als allererstes mal. Also ganz wichtig zu wissen ist, dass hier links am Griff ist die Kupplung und rechts die Bremse. Okay? Also links die Kupplung, rechts die Bremse. Nicht wie beim Roller oder so, dass links die Hinterradbremse ist, sondern links ist die Kupplung, rechts die Vorderradbremse. So, hier unten seht ihr den Ganghebel. Und zwar, ja, dazu komme ich später nochmal, wie es funktioniert. Also links schaltet man und rechts. Das ist die Hinterradbremse. Okay, also man kann es jetzt nicht mit dem Auto vergleichen, mit Bremse und so weiter. Aber so, jetzt mal, wie gesagt, erstmal die Basics. Ansonsten, ja, bei jedem Motorrad eigentlich gleich, egal ob es jetzt eine 600er oder 125er ist. Hier Licht, Blinker, Notausschalter. Und was gibt es denn sonst noch? Ja, das war's erstmal. Also gut, fangen wir mal an mit den wichtigsten Sachen. Wenn ihr wissen wollt, also wie die ganze Sache funktioniert, also technisch gesehen, müsst ihr jetzt genau zuhören. Als allererstes, wie beim Auto auch, also wenn man jetzt zum Beispiel losfahren möchte, hockt man sich drauf. So. Moment mal, jetzt habe ich den Schlüssel, wo ist denn der? Ja. Ist ja klar. So, da haben wir ihn. Also tun wir den Schlüssel rein, Lenkradsperre raus. Aber jetzt zeige ich mal nochmal, wie überhaupt die Schaltung funktioniert. Kupplung, treten, ziehen, ja, ganz durchziehen, wichtig. Jetzt aufpassen. Wenn man runterschellt, das ist der erste Gang. Bis es nicht mehr runter geht, könnt ihr sicher sein, dass ihr im ersten Gang seid. Wenn man halb hochschellt, ist man im Leerlauf. Das wird dann auch angezeigt. Also N. Das grüne Lämple da, das heißt Leerlauf. Das blaue, das ist Fernlicht. Also wenn ihr im Leerlauf seid, dann muss das grün leuchten. Neutral, neutral, ja. Und zwar ist der Leerlauf zwischen dem ersten und dem zweiten Gang. Okay, also nochmal Kupplung, runter, erster Gang, da darf nichts leuchten. Aber wenn es das Motorrad anwärt, dann dürftet ihr jetzt auch nicht die Kupplung kommen lassen, sonst muckst du ab, ist ja klar. So, zweiter Gang ist Kupplung immer treten, also wenn man gerade später fährt, nach oben ziehen, ganz nach oben. Das ist mit dem zweiten. Ich kann nochmal einen ausschalten, dann muss es kurz aufleuchten. Dann ist mit dem zweiten. So, dritter, hoch, vierter, hoch, fünfter und sechster. So, um wieder runter zu gehen, immer schön die Kupplung drücken. Und runter, dann nicht mehr im Osten, bis es nicht mehr runter geht. So. Ja, ansonsten, was ist noch wichtig? Wie gesagt, also jetzt wisst ihr das mal, also das Theoretische. Da habe ich mir vorgestellt, vielleicht auch ein Video zu machen, wie das Anfahren geht. Aber das möchte ich eigentlich jetzt nicht so gern machen, weil ich hier in der rechten Hand die Kamera halten muss. Aber ja, jetzt wisst ihr zuerst mal, also das Wichtigste. Na gut, wir können es ja mal probieren.
Wichtig immer nicht vergessen, den Ständer nach oben zu tun, sonst springt die Kiste erst gar nicht an. Auch wichtig, das habe ich vorher vergessen zu erwähnen, wenn ihr absteigt, dann immer nach links rüber. Ja? Also immer nach links, das habe ich nämlich falsch gemacht, als ich die Kiste gekauft habe, bin ich mal von der anderen Seite rauf und dann hat sie gleich hingehauen. Fast. So, also wie gesagt, ihr kommt immer von links rein, schwingt euch drüber und ja, jetzt können wir mal probieren, eine kleine Runde zu drehen. Anmachen, bis da unten ist der Elektrostarter. Da muss man bei der Gixxer jetzt die Kupplung gleichzeitig kommen lassen. Wie gesagt, ich mache jetzt nur anfahren, deswegen habe ich jetzt auch keine Schutzkleidung, nichts an. Und zwar wie vorher gehabt, Kupplung ziehen, bisschen in neutral, drücken runter, links, dann sind wir im ersten Gang, dann gibt es so einen kleinen Ruck. So, und zum Anfahren bräuchte man theoretisch nicht mal am Gasgriff ziehen. Das zeige ich euch. Wir lassen die Kupplung leicht kommen. Einfach kommen lassen, leicht. Man merkt schon, dass man rollt. Nur ein bisschen, ja? Muss kein Gas geben. Kommen lassen. Die Kiste fängt an zu rollen. So, wie gesagt, also ich mache mal ein gescheites Video, wo ich euch dann das richtige Anfahren auch mit Gas geben zeige. Da müssen wir nämlich gleichzeitig ein bisschen Gas geben. Aber das möchte ich jetzt nicht machen, weil ich, wie gesagt, noch keine Schutzkleidung anhab und so weiter. Aber im nächsten Video zeige ich dann euch, wie man richtig anfährt. Also theoretisch ganz einfach wie beim Auto, Kupplung kommen lassen, langsam bis zum Schleifpunkt, Kupplung ziehen bis zum Schleifpunkt kommen lassen, das ist hier ungefähr, also vielleicht 2 cm weiter oben, also und gleichzeitig Gas geben, aber ganz, ganz wenig nur Gas geben. Ganz, ganz wichtig ist als allererstes natürlich, dass ihr das auch zu schätzen wisst. Also ich habe schon viele Videos gesehen, wie die so Anfänger da hier voll am Gasgriff ziehen, dann zieht die Maschine also unterm Arsch weg. Ja? Also von daher immer Respekt vor der Power haben und lieber 10-mal abmurksen als einmal zu viel Gas geben. Von daher kann ich euch nur raten, am Anfang zuerst mal das Anfahren ohne Gas zu üben, sondern nur langsam Kupplung kommen lassen, solange bis ihr ein bisschen rollt. Und dann später dann nach dem 4., 5. Mal langsam gleichzeitig Gas geben und die Kupplung kommen lassen und dann können wir anfahren im Osten. Natürlich immer nur im Osten. Gell? So, wie gesagt, also das soll jetzt kein Video sein, um das euch beizubringen, ohne Führerschein hier rumzufahren, sondern wirklich nur mal die Basics, dass ihr wisst, was auf euch zukommt in der Fahrschule. Und dann schauen wir mal, dass ich vielleicht ein anderes Video mache, wo ich nochmal in die Einzelheiten dann auch später mit dem Schalten und während dem Fahren das erläutere. Alles klar.